Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht gleich los mit dem Spiel. Ich will gar nicht lange rumschwafeln, nur sagen, morgen kommt dann die Konferenz und übermorgen dann alle Spiele, alle Tore, da dann immer das Ganze in der Zusammenfassung. Ich hoffe, wie immer, es gefällt euch und denkt dran, ich bin kein ausgebildeter Top-Kommentator. Das heißt, einige Fehler oder so werden mir sicherlich unterlaufen. Aber naja, es soll jetzt losgehen mit Braunschweig gegen Karlsruhe. Viel Spaß! Der 27.07. Freitagabend um 19 Uhr und die dritte Liga geht endlich wieder los. Braunschweig, ja ein Gründungsmitglied der dritten Liga, als die vor knapp 10 Jahren ins Leben gerufen wurde in eingleisiger Form. Und jetzt sind sie wieder dabei, das hätten sie sich sicherlich anders vorgestellt. Aber man muss die Aufgabe jetzt annehmen und das werden sie sicherlich auch tun. Und direkt zu Saisonbeginn haben wir hier gleich ein Kracher zwischen zwei wirklich traditionsreichen Vereinen. Der Karlsruhe Sportclub ist zu Gast im Eintrachtstadion und da dürfen wir uns drauf freuen. Zwei Teams, die durchaus Ansprüche stellen können, oben wieder mitzuspielen und eventuell in die zweite Liga aufzusteigen. Wir schauen auf die Aufstellung von Braunschweig. Da hat sich ja einiges verändert, wie das bei einem Abstieg in die dritte Liga ebenso ist. Im 4-4-2 geht es dann von vorne los. Fejsic unter anderem im Tor musste ja verknust werden. Dafür ist jetzt Engelhardt dabei. Amundsen über die linke Seite neu dabei. Auch Thorsen am linken Flügel neu in der Mannschaft. Es gibt einige Änderungen auch beim KSC. Unter anderem Salio Sané gekommen vom Liga-Konkurrenten aus Groß-Asbach. Und ansonsten Rosbach neu dabei. Also auch hier die ein oder andere Umstellung, die sich getan hat, im Gegensatz noch zum Relegationsspiel gegen Aue. Es geht jetzt los, Karlsruhe wird anstoßen in den blauen Trikots von rechts nach links in der ersten Halbzeit. Die Drittligasaison 2018-2019 ist also eröffnet und ein Spieler, den der KSC sicherlich sehr vermisst und den Sané unter anderem ersetzen soll, ist Fabian Schleusener zu Sandhausen gewechselt. Der Top-Torjäger des KSC wurde ja abgegeben, eben jetzt in die zweite Liga, war ausgeliehen vom Sportclub Freiburg und soll jetzt durch Sané, der sich hier gerade das erste Mal schon am Ball behaupten konnte, ersetzt werden. Braunschweig hat eine große Aufgabe vor sich. Eine Ära ist mit Thorsten Lieberknecht zu Ende gegangen. Durch diesen Abstieg gab es dann den Impuls. Henrik Petersen, der Däne, ist jetzt neu dabei, noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, der 40-Jährige im Trainerbusiness. Aber das muss ja auch irgendwie kommen und vielleicht kann er sich hier in seiner ersten Saison in Deutschland direkt mal zu einem Held, zumindest in Braunschweig, hocharbeiten. Aber es wird erstmal abzuwarten sein, wie sich die beiden Teams hier zu Saisonbeginn schlagen. Das kann man ja immer kaum sehen und Braunschweig hat jetzt die erste Möglichkeit. Chanbas, schöne Möglichkeit, schauen wir uns direkt nochmal an. Upov ist klasse zur Stelle, pariert den Ball. Der hätte durchaus unten rechts sitzen können. Viertelstunde also gespielt, Braunschweig mit der besten Möglichkeit der Partie. Karlsruhe kann jetzt eventuell aber auch kontern über Röser. Der verliert aber den Ball an Robin Becker, das macht er super. Und dann ist die Sache erstmal geklärt. Ja, in der Vorbereitung konnten beide Teams durchaus überzeugen. Braunschweig unter anderem führt geschlagen mit 1-0, aber auch Karlsruhe ein dickes Ausrufezeichen, ein 4-1 gegen den FC St. Pauli, muss man natürlich immer im Kontext der Vorbereitung sehen, aber nichtsdestotrotz, das war schon durchaus ein Ausrufezeichen, was auch wiederum beiden Teams zeigte, sie haben das Potenzial durchaus am Ende aufzusteigen, aber es steht noch 0-0, Sané, Engelhardt mit der Parade und Manuel Stiefler mit dem 0-1, Karlsruhe führt und das kommt jetzt ein wenig aus dem Nichts, die erste wirklich gute Möglichkeit für den Karlsruher Sportclub und der Neuzugang sticht. Manuel Stiefler, gekommen von Sandhausen, hat schon eine Vergangenheit mit dem Karlsruher Trainer Alois Schwarz, der sich ja diesmal von Beginn an in der Liga beweisen kann. Und der Karlsruher Sportclub führt mit 1-0. Engelhardt ist noch erst gut dazwischen gegen den Schuss von Salio Sané, aber Stiefler schaltet dann am schnellsten und setzt den Ball direkt unters Dach. Karlsruhe führt nach 22 Minuten mit 1-0. Schauen wir nochmal drauf, es ist kein Abseits bei der Abgabe und auch Stiefler kommt dann nicht aus dem strafbaren Raum und den setzt er dann eben direkt unter
die Latte. Braunschweig liegt 0:1 zurück, sicherlich erstmal ein Rückschlag, trotzdem die Stimmung weiterhin gut. Die Braunschweiger Fans sind durchaus gewillt, ihre Mannschaft hier weiter zu unterstützen. Die Unterstützung ist ja sowieso immer da. Und mit dem Karlsruher Sportclub kommt hier auch kein unbeschriebenes Blatt. Das sind durchaus auch Männer, die Fußball spielen können, wie wir ja schon gesehen haben. Und ja, Alois Schwarz, der jetzt das erste Mal von Beginn an die Saison beim KSC leiten darf, hat es ja trotz eines katastrophalen Auftakts der Saison 17-18 noch nach seiner Übernahme des Vereins in die Relegation geschafft, knapp dann an Aue gescheitert. Und jetzt darf er es eben von Beginn an versuchen und direkt hier 1:0 zu führen, ist schon ein dickes Ausrufezeichen. Eben Braunschweig, ja, eine sehr potenzialträchtige Mannschaft. Jetzt kommt der KSC schon wieder. Salio Sané, der Vorlagengeber des ersten Treffers, mehr oder weniger durch seinen Schuss ja etwas unfreiwillig das Tor vorbereitet. Braunschweig sollte jetzt aber auch wieder nach vorne kommen. Sie hatten die erste beste Möglichkeit der Partie. Schanbas war das, der an Opov noch scheiterte nach knapp 10 Minuten. Jetzt müssen sie eben mal wieder was nach vorne bringen. Aber Rosbach, der Neuzugang, macht das hier erstmal clever und gewinnt den Zweikampf und baut das aber direkt wieder auf. Es wird gar nicht lange hinten rumgeplänkelt und es geht immer wieder nach vorne. Gleich ist schon Halbzeit, aber Karlsruhe macht das gerade gut, hält den Ball vom eigenen Tor weg und kann eventuell noch das zweite machen. Nein, Amundsen, ebenfalls Neuzugang bei Braunschweig, ja, der kann das erstmal lösen. Stefan Fürstner, der ZDM, neu dabei, von Union Berlin gekommen, soll ein Führungsspieler werden, kann das bislang einigermaßen auch erfüllen, macht das auf der 6 ganz ordentlich, aber so die ganze Ruhe ist noch nicht unbedingt ins Spiel der Braunschweiger eingekehrt. Nochmal Rosbach, verliert aber erstmal den Ball. Es ist durchaus eine interessant anzusehende Partie. Jetzt gibt es für Michael Fasko die gelbe Karte. Schauen wir vielleicht nochmal in der Wiederholung drauf, wie das zustande kam. Ja, gut, klare Sache. Haut dann noch den eigenen Mann mit um. Die gelbe Karte geht definitiv in Ordnung. Braunschweig jetzt nochmal vielleicht vor der Pause mit einer Möglichkeit. Philipp Hofmann kriegt den Ball, stand aber im Abseits. Kam heute noch gar nicht zur Geltung. Der Mittelstürmer, der auch in der zweiten Liga meist relativ unglücklich agierte, aber durchaus schon beweisen konnte, dass er eigentlich ein Mann ist, der im Strafraum super gefährlich werden kann und mit seinem Körper sich da auch reinbringen kann. Aber Karlsruhe führt 1:0. Das dürfte dann sicherlich, auch wenn jetzt nicht noch schnell was nach vorne geht, die Halbzeitführung sein für den Karlsruher Sportclub. Und so ist es auch. Die Blauen führen. Trotzdem, Sie sehen es, die Braunschweiger Fans sind super drauf. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Halbzeit. Hoffentlich mit packenden 45 Minuten. Und vielleicht kommt Braunschweig dann ja auch zum ersten Treffer. Halbzeit im Eröffnungsspiel zwischen Braunschweig und Karlsruhe. Wir schauen uns nochmal den Treffer an. Manuel Stiefler in der 22. Minute. Tiede bringt den Ball auf Sané. Engelhardt ist erst noch dazwischen, aber dann ist eben Manuel Stiefler der Sechser dabei und drischt den Ball mit dem rechten Fuß unter die Latte. Alois Schwarz und seine Elf sind hier also in Führung. Wir schauen nochmal drauf. Es war kein Abseits. Das geht so schon in Ordnung. Nicht ganz unverdient die Führung, aber Braunschweig hatte auch schon durchaus die Möglichkeit, einen Treffer zu erzielen. Erst noch Engelhardt, aber wie gesagt, im Nachschuss ist er dann machtlos. Und im zweiten Durchgang wird es dann spannend zu sehen sein, ob Braunschweig sich da nochmal wehren kann. Jo, also wenn es euch gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über ein Abo und einen Daumen freuen. Es geht gleich weiter mit der zweiten Halbzeit, das wollte ich nur einmal kurz gesagt haben. Und ja, morgen geht es dann weiter mit der Konferenz. Viel Spaß! Zurück in Braunschweig, wo der Karlsruher Sportclub mit 1:0 führt und die Gastgeber müssen jetzt zeigen, dass sie Biss haben. Kiewski ist gekommen für Fasko, der gelb-rot gesperrt war, und Tingaga musste das Feld verlassen. Nkansa ist dafür neu dabei und Kiewski fügt sich hier gerade mal gar nicht so schlecht ein mit dieser Flanke, aber konnte erstmal geklärt werden und Sané jetzt eventuell mit Stiefler im Zusammenspiel zum Konter, aber Braunschweig ist schon wieder gut hinterm Ball. Thorsen ist erstmal dazwischen, hätte er vielleicht noch retten können, gibt Einwurf für Karlsruhe. Die Frage ist, ob der Doppelwechsel so überraschend kam. Durchaus Fasko
nachvollziehbar, den runterzunehmen. War eben gelb-rot gefährdet, aber es hätte durchaus etwas offensiver vonstatten gehen können. Aber Braunschweig, sicherlich steckt da auch ein gewisser Plan von Henrik Petersen dahinter. Nochmal Karlsruhe, jetzt über die linke Seite, 0:2, Saliu Sané, eins vorgelegt und eins macht er jetzt selber, 55. Spielminute, Braunschweig eiskalt erwischt und da haben sich die Wechsel scheinbar doch nicht rentiert. Saliu Sané, Neuzugang aus Groß-Asbach, schon mehrfach erwähnt, jetzt mit seinem ersten Tor für seinen ersten Einsatz. Ist das wirklich eine klasse Partie und ein besserer Einstand kann einem kaum gelingen. Engelhardt ist aus der Position, aus der Distanz machtlos. Karlsruhe ist oben auf uns. 2:0, das wird jetzt richtig schwer für Braunschweig noch aufzuholen. Aber es sind noch 35 Minuten zu spielen und Braunschweig hat das Potenzial in der Mannschaft, das eigentlich noch zu korrigieren. Aber da müssen die Fans jetzt sicherlich auch ein Stück weit mithelfen. Die sind dennoch weiterhin gut gelaunt. Man lässt sich von so einem Ergebnis gegen, ja, wirklich starke Karlsruher nicht beeinträchtigen. Zumindest nicht im größeren Stile. Gordon ist dazwischen. Mosia ist das, der den Ball lange hält und jetzt erstmal über die linke Seite wieder ruhig machen kann. Marco Tiede auf die linke Seite. Röser auf Stiefler mit dem Querpass und Lorenz ist da relativ frei, macht das aber erstmal clever, legt den Ball nochmal zurück und hat die Zeit für die Flanke. Dann Rosbach, Sané, ah, das war nicht gut. Das war etwas überhastet, da hatte er eigentlich Zeit, das nochmal zu überdenken. Und jetzt gibt's den Wechsel, den dritten schon. Philipp Hoffmann geht, dafür kommt Christopher Nyman. Bei Braunschweig hat weitestgehend gefehlt in der Vorbereitung durch Verletzung und Çamoğlu kommt jetzt für Marc Lorenz, auch beim Karlsruher Sportclub, also der Wechsel. Ballbesitz eben oben, eventuell gesehen die Statistik. 40% hat Braunschweig, 60% Karlsruhe. So sieht das auch aus und diese Feldüberlegenheit kann Karlsruhe auch in Tore eben ummünzen. Jetzt aber erstmal gut verteidigt von Braunschweig. Langsam sollte der Anschlusstreffer her. Onur Bulut, super Ball auf Nyman, kein Abseits, Nyman! Das wäre mal ein Einstand gewesen für Christopher Nyman. Fing kommt jetzt für Sané. Wir schauen uns nochmal die Möglichkeit an. Bah, den muss er eigentlich reinmachen. Die Braunschweiger Fans wirken schon etwas angespannt mittlerweile. Das hätte wirklich das 1:2 sein müssen. Und Sané, eben der Torschütze zum 2:0, geht runter. Anton Fink, ein Urgestein der dritten Liga, jetzt reingekommen. Direkt mit dem ersten Pass auf Çamoğlu, der ja auch in die Partie neu reinkam. Canbas auf Nyman. Braunschweig macht jetzt wirklich nochmal Druck. Thorsen, der Neuzugang. Thorsen ist im 16er. Thorsen legt zurück. Pissot mit dem Fehler. Und wieder Nyman. Eine knappe Viertelstunde vor dem Schluss. Das hätte es sein müssen. Das 1:2 hätte es hier nochmal richtig heiß gemacht. Aber Uphoff ist auch mit einer guten Reaktion da. Es gibt nochmal einen Wechsel bei Karlsruhe. Beleuchten wir gleich nochmal Möbius für Stiefler, dem Torschützen, zum 1:0 reingekommen. Die nächste Möglichkeit, das ist jetzt für Braunschweig langsam zum verrückt werden. Drei Möglichkeiten innerhalb kürzester Zeit ans Außennetz. War noch einer dran. Es gibt nochmal einen Eckstoß. Walzwig war das, der Innenverteidiger, mit nach vorne gerückt. Bitter jetzt für die blau-gelben Löwen. Aber Bulut bringt ihn nochmal rein. Jetzt ist der Ball aber erstmal geklärt. Anton Fink macht das ohne größere Probleme, rückt dann jetzt auch raus. Robin Becker war zum Sichern da und macht das auch, bringt den Ball jetzt sehr weit nach vorne. Doch Tiede kann erstmal dazwischen gehen, sodass sich da keine größere Gefahr fürs Karlsruher Gehäuse entwickelt. Aber so einen Ballverlust sollte man jetzt zunächst auch vermeiden. Es sind noch knapp 10 Minuten auf der Uhr und Karlsruhe will diesen 2-Tore-Vorsprung irgendwie verteidigen. Und wenn solche Bälle kommen, dann fällt es auch gar nicht so schwer. Wir schauen uns hier nochmal die Möglichkeit an von Nyman. Pissot kann den Ball nicht klären und Uphoff bringt dann den Fuß gerade noch so ran. Ja, noch 10 Minuten auf der Uhr. Es sieht danach aus, als würde Karlsruhe die ersten 3 Punkte hier mitnehmen können, weil sie im Abschluss schlichtweg etwas cleverer waren. Die Möglichkeiten sind relativ ausgeglichen. Es waren nicht sonderlich viele, aber sie waren da auf beiden Seiten. Und der Karlsruher SC hat sie eben verwandelt. Eine in der ersten Halbzeit, Stiefler in der 22. Und Saliu Sané
in der 55. So clever muss man dann auch sein und macht vielleicht den Drittliga-KSC auch ein wenig aus. Die kennen sich hier ein bisschen besser. In der dritten Liga eben schon aus und für Braunschweig ist das erstmal Neuland. Einen großen Umschwung gab es da in der Mannschaft und jetzt kommen sie aber nochmal. Sie geben nicht auf. Nyman auf. Onur Bulut. Aber auch die Möglichkeit vergeben. Es soll heute scheinbar einfach nicht sein mit dem Treffer. Schöner Schuss, aber etwas zu unpräzise. Das wäre es nochmal gewesen. Nochmal die Möglichkeit, es hier nochmal etwas spannender zu gestalten. Aber dazu kam es eben nicht. 89. Minute. Dieses 0:2 dürfte sich der KSC wohl nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Und damit hätten sie den perfekten Saisonauftakt gegen starke Braunschweiger oder zumindest stark gehandelte Braunschweiger, die sich hier wohl noch ein wenig finden müssen. Aber der KSC ist eben auch ein guter Club. Gegen die kann man durchaus mal verlieren. Auch wenn es bitter sein wird, am Ende hier den Auftakt zu verlieren. Nächste Woche geht es für sie dann an die Ostsee. Hansa Rostock wartet da im Ostseestadion. Wird auch nicht so einfach für die Braunschweiger. Karlsruhe kann dann zu Hause gegen Zwickau die nächsten 3 Punkte festmachen. Und das dürfte jetzt das Ende sein. Braunschweig verliert zum Saisonauftakt gegen den KSC. Es sind ein paar Pfiffe zu hören, aber auch einiges an Applaus. Enttäuschung ist sicherlich da, aber der Weltuntergang ist das sicherlich nicht für die Braunschweiger. Karlsruhe gewinnt unter Alois Schwarz den Saisonauftakt mit 2:0. Sané eine Vorlage, 1 gemacht, wohl der Mann des Spiels. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und morgen geht's dann weiter mit der Konferenz mit 6 Partien in der dritten Liga. Jo, das war die Prognose zum Auftaktspiel der dritten Liga. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. Und ja, wie gesagt, morgen kommt dann die Konferenz und dann noch am Donnerstag alle Spiele und alle Tore. Danke fürs Zuschauen. Ciao.